Der für heute vorgesehene Predigttext steht am Ende einer längeren Familiensaga. Es ist die Geschichte einer Patchwork-Familie, voller Verletzungen, voller Leid, voller Neid, voller Verrat. Aber in all dem ist es auch die Geschichte eines Gottes, der auf krummen Linien gerade schreibt und der sich darauf einlässt, Menschen als seine Werkzeuge einzusetzen, die so gar kein geheiligtes Leben führen, die sogar bereit sind, über Leichen zu gehen, um ihre Interessen durchzusetzen. Ich spreche von Josef und seinen Brüdern, die uns im ersten Buch der Bibel begegnen. Josef war ein direkter Nachfahre des Glaubensvaters Abraham. Genauer gesagt war Abraham sein Urgroßvater. Das war eine Zeit, in der man noch nicht allzu viel über Gott wusste. Die Bibel war ja noch nicht geschrieben. Man hatte so eine Handvoll Geschichten, die man einander am Lagerfeuer erzählt hat. Und natürlich gehörten dazu die Abenteuer, die Uropa Abraham erlebt hat. Und das Wissen darum, dass auf seiner Familie ein besonderer Segen lag, den Gott auf Abraham gelegt hat und der von Generation zu Generation weitergegeben werden sollte. Von Abraham auf Isaak, von Isaak auf Jakob, und da wurde es schon schwierig. Denn eigentlich wäre sein älterer Zwillingsbruder Esau derjenige gewesen, der der rechtmäßige Empfänger des Segens war. Jakob hat sich den Segen erschlichen. Er hat sich seinem blinden Vater gegenüber als Esau ausgegeben und hat sozusagen den sterbenden Vater übers Ohr gehauen. Ist absolut lesenswert, diese Geschichten. Erstes Buch Mose, Kapitel 25 folgende. Kaum zu glauben, aber wahr, Gott lässt sich dennoch auf die Sache ein. Der zugesprochene Familiensegen ist gültig, aber zugleich ist so ein Geist der Lüge und der Hinterlist in die Familie eingedrungen. Das wird man im Folgenden noch sehen. Jakob flieht vor der Rache seines Bruders. Er reist in die Gegend, aus der Abraham einst aufgebrochen war, nach Mesopotamien, und kommt dort bei einem Verwandten unter, bei seinem Onkel Laban. Er arbeitet für ihn und es dauert nicht lange, dann trifft ihn der Pfeil der Liebe. Rahel heißt sie. Rahel, das ist die jüngere der beiden Töchter Labans. Und weil Jakob nur als Flüchtling kein Geld hatte, um den Brautpreis zu bezahlen, handelt er mit seinem Onkel einen Deal aus. 7 Jahre Arbeit für Rahel. Und dann heißt es in der Schrift: So diente Jakob um Rahel 7 Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Ach, schön, oder? Und dann ist es endlich soweit. Der Tag der Hochzeit ist da, die Braut wird reingeführt, voll verschleiert, es wird getrunken, es wird getanzt, schließlich folgt die Hochzeitsnacht und am nächsten Morgen stellt Jakob fest, dass er die falsche Frau im Bett hat. Sein Onkel hat ihm die ältere Tochter Lea untergejubelt, die sonst keiner wollte. Reklamation zwecklos. Das war wie mit dem Segen damals. Auch wenn der Vertrag durch Betrug zustande gekommen ist, war er dennoch rechtskräftig. Aber hey, kein Problem, sagt Laban, du kannst ja noch mal 7 Jahre für mich arbeiten und dann bekommst du auch die Rahel. Wie mag das Lea wohl gegangen sein mit dieser Sache? Das ist so berührend, als sie Ruben, ihren ersten Sohn, zur Welt bringt, sagt sie, nun wird mein Mann mich wohl lieb haben. Und natürlich herrschte Rivalität zwischen den Schwestern. So wie es aussieht, kann Rahel keine Kinder bekommen, während Lea schon das zweite kriegt. Daraufhin legt Rahel ihren Mann, ihre Sklavin, ins Bett. Mit ihr soll er Nachwuchs zeugen und den wollte sie dann als eigen annehmen. Und Jakob zeugt ein Kind mit ihr. Jetzt wird Lea eifersüchtig. Jakob soll auch ihre Sklavin beschlafen und wieder wird ein Kind gezeugt. Und endlich passiert ein kleines Wunder. Rahel wird schwanger
und bringt den Josef zur Welt, von dem wir eben schon gehört haben. 4 Frauen, 12 Söhne, das ist die Bilanz für Jakob am Ende. Also es gab mit Sicherheit auch etliche Töchter, aber die werden bis auf eine Ausnahme nicht genannt. Die zählten zur damaligen Zeit nicht so viel. Patchwork-Familie. Und einerseits zeigt sich hier ein großer Segen, denn diese 12 Söhne, die wurden später die Stammväter der 12 Stämme Israels. Aber andererseits steckt dahinter eben eine Familiengeschichte voller Tränen, Eifersucht und Verletzung. Und Jakob war da auch wenig diplomatisch. Auf die klassische Frage der Geschwister, hast du uns auch alle gleich lieb, gab er eine klare Antwort, nö. Den Josef, den habe ich am liebsten, den hat mir Rahel geschenkt. Und so wurde Josef bevorzugt und verhätschelt, bekam besonders schöne Kleider und. In den Brüdern hat es gebrodelt. Eines Tages waren sie draußen in der Pampa und hüteten die Herden. Na, bis auf Josef, der durfte fein zu Hause bleiben. Aber nach ein paar Tagen schickte Jakob ihn hinterher, er sollte doch mal nachsehen, ob seine Brüder auch anständig arbeiten. Und als er da auftaucht mit seinen schicken Klamotten und mit seinem protzigen Gehabe, da brannten den Brüdern alle Sicherungen durch. Sie sind über ihn hergefallen und sie hätten ihn erschlagen, wenn nicht Ruben, der älteste Bruder, dazwischen gegangen wäre. Was sie dann aber tatsächlich taten, war auch nicht nett. Sie haben Josef an ein paar Händler verkauft, die gerade vorbeikamen, haben die feinen Klamotten ihres Bruders mit Ziegenblut beschmiert und dem Vater erzählt, dass wohl irgendein Raubtier den Josef geholt haben muss. Alles, was sie noch gefunden hätten, sei dieses Gewand. Was für eine Story! Lüge und Eitelkeit und Verletzung. Der Vater hat sich die Augen aus dem Leib geheult. Eigentlich soll doch Familie ein Ort sein von Geborgenheit, so eine Oase, in der man Liebe und Verständnis erfährt, aber sie kann eben auch zur Hölle werden, damals wie heute. Die Menschen haben sich in den letzten 4000 Jahren nicht großartig verändert. Aber noch bin ich nicht beim Predigttext. Die Geschichte geht nämlich noch weiter. Nach vielen Jahren bricht in Israel eine große Hungersnot aus. 3 Jahre lang kein Regen. Die Brüder machen sich auf den langen Weg nach Ägypten, wo man, wie erzählt wird, noch Getreide zu kaufen ist. Aber was sie nicht wissen, ist, dass Josef dort mittlerweile Karriere gemacht hat. Gottes Segen hat sich so massiv bei ihm ausgewirkt, dass der Pharao ihn zum Kanzler ernannt hat. Das ist nochmal so eine Geschichte für sich. Nach einigen Hin und Her kommt es zur Versöhnung zwischen Josef und seinen Brüdern. Und weil noch lange kein Ende der Hungersnot abzusehen ist, bekommt Josef vom Pharao die Erlaubnis, seine Familie ins Land zu holen, wo sie die schwere Zeit gut überstehen. Ende, Filmmusik, Abspann. Und jetzt komme ich zum Predigttext. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes Statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie
und redete freundlich mit ihnen. Wir merken, so ganz in Ordnung war das Verhältnis zwischen den Kindern Jakobs immer noch nicht. Josefs Brüder fürchteten, dass der Tod des Vaters alte Wunden aufreißen könnte. Und das kennt man ja. Familien, die in Streit geraten, wenn sie ein Erbe teilen soll. Und wenn man dann näher hinguckt, dann sieht man, eigentlich geht es dabei gar nicht ums Geld, sondern da werden im Erbstreit ganz andere Konflikte ausgetragen. Vater hat dich immer bevorzugt, immer musste ich zurückstecken, während du die tolle Ausbildung machen durftest. Oder weil du mich immer verletzt hast, nutze ich jetzt die Gelegenheit, dir alles heimzuzahlen. Man kennt das. Familien, die auseinanderfallen, wenn der Mensch geht, der immer alle zusammengehalten hat. Und die Brüder haben Angst. Und sie denken, Josef hat bestimmt noch eine Rechnung mit uns offen. Und er ist hier die große Nummer in Ägypten und wir sind bloß die Migranten. Also erfinden sie ein Testament. Und man spürt, wie der Geist der Lüge noch immer lebendig ist. Sie trauen sich noch nicht mal selbst zu ihrem Bruder, sondern senden ihm einen Boten, der ausrichten soll, Papa hat gesagt, du sollst uns vergeben. Und immerhin ringen sie sich dabei so etwas wie ein Schuldgeständnis ab. Und dabei wissen sie genau, wenn Josef so tickt wie wir, dann sind wir verloren. Wahrscheinlich packen sie schon, während der Bote noch unterwegs ist. Und dann kommt alles ganz anders. Der Bote meldet, euer Bruder tobt nicht, er weint. Und sie gehen zu ihm und Josef spricht einen Satz, der als Überschrift über sein ganzes Leben stehen könnte und der ihm jetzt die Kraft zur Vergebung schenkt. Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das ist das Geheimnis. Darin liegt die Kraft der Vergebung. Nicht wie du mir, so ich dir. Nicht Rache ist Blutwurst. Nicht, du hast mir mein Herz gebrochen, also werde ich dir auch was brechen. Sondern, wie Gott mir, so ich dir. Josef vergibt seinen Brüdern. Nicht, weil sie ihm diese Lügengeschichte aufgetischt haben, sondern weil Gott schon über viele Jahre hinweg an seinem Herz gearbeitet hat. Und wir erfahren hier zugleich, was Vergebung wirklich bedeutet. Vergebung heißt nicht Schwamm drüber, war nicht so schlimm. Sondern Vergebung beinhaltet eine ehrliche Abrechnung. Sonst hat sie keinen Bestand. Wir haben es gehört. Das, was ihr mir angetan habt, das war böse. Es war schlimm. Ihr seid schuldig geworden an mir und an Gott. Aber Josef geht eben auch den nächsten Schritt. Er bleibt dabei nicht stehen. Er sagt, um Gottes Willen will ich euch eure Schuld vergeben. Ich will sie euch nicht länger nachtragen. Ich will mich und euch und unsere Beziehung nicht weiter damit belasten. Und wo das geschieht, da geschieht innere Heilung. Und tatsächlich ist das auch der einzige Weg. Solange wir die Schuld anderer Menschen festhalten, solange wir sagen, das werde ich ihm nie vergeben, solange binden wir uns selbst an diese Schuld. Und meistens schaden wir uns selbst damit viel mehr als dem anderen. Darum lohnt es sich zu vergeben. Egal, ob der andere darum bittet, egal, ob er noch am Leben ist, egal, ob er bereit ist zu einem Gespräch, das ist erstmal eine Sache zwischen Gott und dir. Im Gebet sagen, er hat mir Böses getan, aber Gott, du tust mir Gutes und darum vergebe ich ihm auch. Und wenn Gott das schenkt, dass wir vergeben können, denen, die uns Schlimmes angetan haben, dann werden wir Freiheit erleben und dann kann der Segen Gottes ungehindert wirken und der Geist der Lüge muss weichen. Amen. Wie ein Fest nach langer Trauer.